Das Haus der Familie Michel grenzt unmittelbar an den Friedhof. Keine Nachbarn konnten das Schreien der nächtlichen Teufelsaustreibungen hören. Ich bin verdammt in alle Ewigkeit! Verdammt! Anneliese war die älteste von vier Schwestern, streng behütet in einem sehr bürgerlichen Elternhaus und noch mehr streng katholisch erzogen. Wir waren eine ganz normale Familie. Anneliese war immer fröhlich und hat auch gern gesungen und hat Klavierspielen gelernt, ist deshalb auch auf das musische Gymnasium dann gegangen, um Lehrerin zu werden. Anneliese lernte sehr gut, bis dann das Abitur kam. Da hatte dann sie Essen Schwierigkeiten. Wir haben sie auch fromm erzogen, aber durch die vielen Krankheiten, die sie gehabt hat, und da hat sie besonders zum Herrgott besonders nahe gestanden.
Und sie hat schon immer gesagt, den Herrgott setze ich an die erste Stelle meines Lebens. Und danach hat sie auch dann gehandelt und gelebt. Ich habe sie zu mehreren Priester geschickt und da hat sich alles normal abgespielt. Da haben die auch gesagt, was wollen sie denn? Das Mädchen ist da ganz normal. Und wenn sie bei mir war, war da alles normal. Da hat es manchmal so im Wohnzimmer gestunken, dass man 3-4 Wochen in Neugier hat können. So war da so ein Hüllegestank, der aus ihr rausgekommen ist. Die Bilder, die bald ihr Leben bestimmen sollten, hatte Anneliese schon als Kind in den Kirchen ihrer Umgebung bekommen. Aber jetzt begannen diese Bilder plötzlich all den Ängsten Sinn und Namen zu geben, die ihre vielen Kinder- und Jugendkrankheiten begleitet hatten. Und sie begannen, sie zu erdrücken. Der Teufel hat ständig zu ihr gesagt, mach doch Schluss mit deinem Leben. Das hat ja sowieso keinen Wert. Mach doch Schluss. Mach Schluss, hör auf. Geh da unten in den Main. Geh in den Main. Sie hat mir ja alles erzählt. Ich möchte sagen, mehr wie ihre eigene Mutter. Einmal hat Herr Michel angerufen und gesagt, du musst kommen, du musst kommen. Die sitzt schon stundenlang unter dem Tisch und gaut's unten vor wie ein Hund. Na ja, habe ich mich halt ins Auto gesetzt und bin raufgefahren. Bin ich raufgekommen. Tatsächlich saß sie unten in der Küche unter dem Tisch und gaut's unten vor wie ein Hund. Ununterbrochen. Und habe ich im ersten Moment, ich war so geschockt. Und da habe ich dann gesagt zu ihr, im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit, hörst du mal auf zu gauzen. Und ruhig war es. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Dann habe ich gesagt, im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit und im Namen der allerseligsten Jungfrau Maria, gehst du da unten von dem Tisch vor? Da hat sie mich den Kopf so aufgestreckt, hat mich angeschaut. Du gehst sofort unter dem Tisch vor. Und sie ist tatsächlich vorgekrabbelt. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, so, im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit und im Namen der allerseligsten Jungfrau Maria, da steht ein Stuhl und da setzt du dich drauf und benimmst dich richtig, wie sich das gehört. Das hätte sie mal sehen sollen, wie langsam das gegangen ist. Und sie hat sich tatsächlich dann auf den Stuhl gesetzt. Und die Gauzerei war fertig. Für Thea Hein gab es nach diesem Erfolg keinen Zweifel mehr an ihrer Mission gegen Annelieses Dämonen. Eines Tages würde auch Annelieses Porträt unter ihren Heiligenbildern stehen. Und es gab auch erste Priester, die ihren Verdacht teilten. Aber noch war deren Zeit nicht gekommen, denn Anneliese zog für ein Pädagogikstudium vom Untermain nach Würzburg. Für ein Jahr schien es, als könne sie ihren Dämonen entkommen. Sie fand einen Freund, fand Liebe und Lebenslust und pilgerte dann doch wieder zum Büßen nach San Damiano. Ihre Glaubenswelt holte sie wieder ein. Ich habe sie 2 Jahre beobachtet. Ich habe keinen epileptischen Anfall gesehen und sie hat sich auch ganz anders verhalten wie ein Epileptiker. Wie ich ihr helfen konnte, wusste ich noch nicht, bis zu einem Tag, an dem sie mich anrief und sagte, es ging ja ganz furchtbar schlecht. Ich war schon 2 Tage vorher da, bin zu ihr hin und habe den Exorzismus probativus gesprochen, das heißt ein Gebet gesprochen, worin vorkommt, unreiner Geist, ich gebiete dir im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, weiche von diesem Mädchen. Das habe ich mental gemacht, also ohne die Lippen zu bewegen, ohne ein Laut zu sagen, einfach in der Art eines Stoßgebetes. Daraufhin fing sie an zu toben. Ernst Alt war Kaplan in Aschaffenburg, als er zu dem Exorzistenzirkel um Thea Hein stieß. Er war es, der dann beim Würzburger Bischof den amtlichen Exorzismusauftrag erwirkte. Und er war es auch, der dem Fall Inhalt und Richtung gab. Endlich sollte sich einmal für alle Welt sichtbar die reale Existenz des Teufels beweisen, als göttliches Zeichen
gegen eine sich gerade modernisierende Kirche, gegen moderne Theologen wie den Tübinger Herbert Haag, der damals sogar den Abschied vom Teufel wagte. Dagegen brüllten im Spessart Anneliese Michels Dämonen an, im Auftrag Mariens. Theas Ehemann Peter Hein wusste nichts von solchen innerkirchlichen Richtungskämpfen. Aber er wusste, wie Anneliese Michel manchmal im Elternhaus tobte, sich etwa die Kleider vom Leib riss und mit obszönen Gästen ihren Vater ansprang. Das hielt er für teuflisch. Das war ja für uns alles Neuland. Und es hat sich ja immer weiter gesteigert. Da wusste keiner Rat. Sie haben sich das angeschaut und da sind halt immer mehr Priester dazugekommen. Und die haben mitgespielt und die haben das dann dem Bischof vorgetragen. Oben. Im September 1975 erteilte Bischof Stangl den amtlichen Exorzismusauftrag an den Pater Arnold Renz, der damals in dem Spessartdorf Schibach die Gedenkkirche für die Bäuerin Barbara Weigand betreute, die letzte begnadete Seherin am Untermain vor dem Fall Anneliese Michel. Renz zeichnete die Teufelsaustreibungen auf Tonband auf. Hier habe ich noch etwas vom 10. Oktober 1975. Das ist der Vorlauf, Sie werden gleich hören. Sie hören zunächst die Anneliese in einer Stimme, die natürlich nicht nach einem Mädchenstimme klingt. Oh ja, Sie müssen mit in die Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß. Genau, wenn wir jetzt stehen. Wer spricht da? Das ist die Anneliese. Und dann muss er den Wort bekannt geben. Wie? Was ist so der Schneide? Warum das kann jeder? Sag mal die Wahrheit. Das sind Sie. Das ist mein, bin ich. You guilty. Die Knie werden taten. Im Namen Jesu befehle ich dir, sag mir die Wahrheit. Wandel es ist. Ich sag nicht die Wahrheit, nie. Und wenn die mich zwingt. Wenn die mich zwingt? Nie. Dann meint er, der Teufel, der was ist die Jungfrau. So, aus der Anneliese spricht der Teufel hier. Aus der Anneliese spricht der Böse, ja, der Teufel. Ja, wer denn sonst? Die Ungefähr, die Jungfrau, das ist nur der Maria. Ach. Glaubst du es? Ja. Er muss also bekennen, Satan, dass er, die allerseligste Jungfrau und die unbefleckt Empfangene glaubt. Er, der Teufel. Der Teufel. Freunde, Familie und Verlobter wohnten dem Exorzismus bei. Zwei-, dreimal die Woche. Im Anschluss knipste Pater Renz dann gern fröhliche Familienfotos. Als Kirchenmänner waren auch nicht allein die Exorzisten Renz und Alt dabei. Pfarrer Habischer war öfters da und wenn er da war und der Teufel hat so fest geschrien, hat er das alles nicht mehr hängen können. Er hat gesagt, ich muss fort, ich kann das nicht aushalten. Ich habe immer den Pfarrer Heimann im Auto mitgenommen. Der hat kein Auto. Und Pfarrer Habiger, der konnte ja Auto fahren, der ist selbst gekommen. Ne? Tablan Rot. Der war ja erst in Aschaffenburg. Und Frau Heim, der war auch mit dabei. Es waren dieselben Litaneien, die auch während der Teufelsaustreibung unaufhörlich gebetet wurden. Pater Renz spielte die Bänder in der Sakristei seines Heimatdorfes vor. Nein, ihr Klötze! Alle Maul, ihr Klötze! Sonst alle die Klötze! Die Morgen streiten gegeneinander. Streiten, wem sie gehört? Ja, jeder will sie haben. Sind wir schon drei. An der Stimme an solche merkt man es nicht. Man merkt es nur an dem Inhalt. Ne? Stimme ändert sich ja nicht. Welche Dämonen sind das? Das können wir vor allem Lucifer, Judas, Nero kommt selten, kein sehr selten, Hitler nur in ganz wenigen Fällen.
10. Nein. Gehört Hitler zu den Dämonen? Ja. Hitler gehört zu den Dämonen. Wer zu den Menschendämonen zu rechnen? Ne? Er selber sagt, er hat sich vorgestellt, bekannt, hat Heil, Heil, Heil geschrien. Ne? Aber sonst hat er nichts gesagt. Der steckt darin, der drinnen. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, ja, der ist da noch drinnen. Hören Sie das für eine rein psychologische Angelegenheit halten? Heil! Der Teufel hat ständig gesagt, er muss noch allerhand sagen im Auftrag von dem Nazarener. Ja, und da hat er immer so was gesagt, zum Beispiel. Die Hand- und Stehkommunion, hat er gesagt, das ist unser Werk. Das haben wir fertig gebracht. Da sind wir sehr stolz drauf. Das haben wir fertig gebracht. Da sind wir sehr stolz drauf. Also, das ist also mal nie gut. Und in der Kirche muss gekniet werden. Hat er auch gesagt. Sie schmeißen ihre Lehrer den Zorn zum Fraß. Sie laufen den anderen nach, die überhaupt nicht sind. Das sind dann die Protestanten. Ja, ja. Oh. Sage die volle Wahrheit. Dann haben sie wahre Lehrer und laufen dann noch. So. Wie eine Uhr. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir alles zu sagen, was der Bischof wissen muss. Im Namen des Vaters. Ja. In der Kirche muss das Scheiß weg. Der Scheißdreck muss gebeten werden, sonst ist aus. Der Rosenkranz. Ja, was? Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sagen Sie das mal als Ihrem Bischof. Was müssen die Priesterkandidaten tun? Befehle dir es zu sagen, im Namen Jesu und im Namen Mariens. Beten. Die müssen noch was anderes tun. Lebensführung, wie soll die sein? Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Die Demokratie in der Kirche ist nicht unbedingt immer das Beste. Kapiert? Weil der Teufel größere Macht bekommt. Ja. Ja, Friedrich sah die Verfluchte. Der war sehr derb in seinen Ausdrücken, wenn er sagte, das Arschloch und sie Scheißkerl. Er äußert sich natürlich über die Geistlichen, über einzelne Geistliche sogar, sprach über Haag und der natürlich ein Buch geschrieben hat, dass es den Teufel nicht gibt. Da sagt er, der ist ja blöd. Aber für uns ist das ganz gut. Wenn die Leute nicht glauben, dass es uns gibt, da können wir wirken nach Herzenslust. Ja, die Pfarrer, die müssen von mir erfahren, dass es mich gibt. Im Auftrag von Dennoch. Die Botschaften der Dämonen entsprachen exakt den Forderungen des konservativen Flügels der katholischen Kirche, der damals erbittert gegen die zaghaften Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils Front machte und gegen jede Modernisierung der Kirche anrannte. Durch Annelieses Dämonen befahl gleichsam Gott selbst die Umkehr. Im April habe ich sie besucht und er sagt zu mir, ich habe so furchtbare Angst davor, ich fürchte mich, ich glaube, ich durchstehe das nicht. Dann sagte sie, ich habe aber keine Kräfte mehr und ich will nicht mehr. Sehen Sie, wie klar sie das sah. Daraufhin habe ich ihr gesagt, Frau Anneliese, wenn Sie jetzt den Willen Gottes, der sich ja offensichtlich zeigt bei Ihnen, ausschlagen und Sie würden später einsehen, was Sie versäumt haben dadurch, nicht, wäre das Ihnen recht? Da hat sie kurz nachgedacht und dann sagt sie, nein, das wäre mir nicht recht. Dann mache ich weiter. Ah, Vater, ich hätte mir nicht gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man, leiden, das ist so, so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind nicht mehr.